Eine Woche nachdem Werner Schlegel in Bruck an der Schließung von Brutig teilgenommen hat, sorgte er ein weiteres Zeichen des Ausrufes. Der Ausgangspunkt vor dem letzten Kurs war klar, Werner Schlegel hatte das Festival bereits gesichert. Wenn Fabian Staudenmann zum ersten Mal den Osten der Schweiz auf den Rücken brachte, sollte sich der Gugisberger auch als Gewinner des Vibrationsfestivals im Nordwesten der Schweiz bezeichnen. Schlegel Werner, keiner, der teilt. Der Grund dafür war der zusätzliche Verlauf von Staudenmann, der ihm die Möglichkeit bot, die 1,5 Punkte hinter dem 19-Jährigen in der Entscheidung zu treffen. Aber auch 14 Minuten sollten für Konföderate Bernes nicht ausreichen, um Yang Schlegel in Aargau im Rücken zu verwenden. Für Schlegel ist das vierte Kronfestival nach dem, was mit einem mehrjährigen Mann gemacht wurde, der größte Triumph seiner noch jungen Karriere. 1:08 Video, die letzten Sekunden im letzten Verlauf des Sportclips von 7.8.2022 abspielen. Dauer 1:08. Mit 5 Siegen war vor dem letzten Kurs klar, dass Werner Schlegel in Bruck gelingen würde. Der Toggenburger erreichte nicht nur beim Festival die maximale Bewertung. Die 9,75 Punkte gegen den Konföderator David Schmidt sollten der einzige Defekt in einer perfekten Not sein. In den 4 späteren Duellen legte Patrick Rebmatter sogar eine weitere Konföderierte mit einem reibungslosen 10 im Sägemehl. 1:33 Video Schlegel, mein Glück war, dass ich nicht gewinnen musste, aus dem Sportclip ab 7.8.2022 abspielen. Dauer 1:33. Am Morgen boten auch andere Swingerpaare die beste Unterhaltung. Zum Beispiel schloss Basel Bieter, Samuel Brun, gegen die Konföderation, Lario Kramer, als entfesselten Künstler zusammen, er befreite sich von seiner Situation in den Murmeln und warf dann den Kramer sichtlich überrascht hinter seinem Rücken. 1:39 Video Brun Murks von Münger zur Überraschung des Clip, Sports von 7.8.2022 abspielen. Dauer 1:39.